Kreis zu unserem Beginn. Herzlichen Dank. Der Einstieg war das Thema Diktatur. Ja. So, wir haben für den 4. und 22. Dezember eine Demos in Schorndorf mit Umzug angemeldet. Also reserviert euch die Termine 4. und 22. Dezember. Der 22. Dezember wird so ein bisschen eine Weihnachtsdemo sein. Was ist sonst noch los in unserer Region? Morgen am 21.11. haben Eltern stehen auf, einen Infostand am Brunnen vor der Stadtkirche. Kommt bitte, das ist während der Marktzeit. Am 21.11. ist genauso Demo in Schwäbisch Hall in Zusammenarbeit mit den Querdenkern Mohart. Die beginnt um 11 Uhr und zwar Neues Globale Theater ist der Veranstaltungsort. Am 21.11., also morgen, ist auch Demo in Göppingen. Es geht um 13 Uhr los und es ist der Abschlusstermin von der Bustour, also eine hochkarätige Veranstaltung morgen. Bodo und Samuel werden da ihre Tour beenden. Am 22.10. ist Schweigemarsch in Stuttgart ab 14 Uhr. Start ist am Hauptbahnhof Richtung Königstraße. Am Montag nächste Woche ist wieder 18.30 Uhr Demozug in Waiblingen, Beginn 18.30 Uhr am Postplatz. Und jeden Donnerstag, jetzt habe ich die Uhrzeit vergessen, ist Demo vorm Verfassungsgericht. Aber das könnt ihr dann auf den Demoterminen nachlesen. Ganz wichtig, geht auf Telegram in die Demotermine. Jetzt bleibt es mir nur noch, allen herzlichen Dank zu sagen. Danke an alle Helfer. Danke an die Ordner, die ihr unterstützt, damit wir unsere Demo, unsere Versammlung durchführen können. Danke an die Polizei und das Ordnungsamt, die heute unseren Marschaufzug durch Schorndorf abgesichert haben, sodass wir ungestört wieder hier ankommen konnten. Ich danke euch, wünsche gut, dass ihr gut nach Hause kommt und die Versammlung ist hiermit beendet.